Das ist cool gemacht. Das ist richtig geil gemacht. Da hockt dann der imaginäre Schlagzeuger. Oder da, und dann kommt bloß der Schatten aufgrund vom Scheinwerfer. Also das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. So, und das wird mich wohl auch das eine ums andere Mal ums Verzweifeln bringen. Der Saxophonist. Oh yeah. Huch. Oh, hey, one's on the fritz. Hey Sparky, could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Schön. Also ich hoffe, man hat es jetzt gerade verstanden. Vielleicht riecht es jetzt bloß gerade nochmal kurz lauter. Sorry, Leute. Wie gesagt, ich wollte mich vorher nicht spoilern und habe deswegen Ding und so. Vom Spielgefühl her spoilern. Vom Inhalt her kannte ich das jetzt schon. Na, ach, ich hab's vergessen. So, ah, so ging das. Hep und hep. Und. Okay, wieder draufdrücken. Okay. Man muss nicht gedrückt halten, sondern man muss deaktivieren. Gehen wir da irgendwie runter? Gehen wir hier raus? Nee, da ist bloß der Bühnenausgang. Was haben wir hier hinten? Oh! John Fenris, National Bank. Nicht gedeckt. An Cat Knight. $250. Okay. John Fenris, war das der Angeklagte? Ich weiß es gerade gar nicht. Moment. Muss ich mal schauen. Wir haben wohl irgendeins übersehen. Der Bruni. Nee, der Bruni war das nicht. Aber der Fenris? Den Namen habe ich doch da mal gelesen. Nee, doch nicht. Aber der liebende Vater, der war. Also wenn ich mit der Vermutung recht habe, dass die Cat Knight die Sängerin ist, was ich ziemlich wahrscheinlich denke, dass es so war. Ja. Geh zum Einsetzen von Leuchtkugeln. Aber ich schaue mir erstmal dahinter an. Was ist das? Kommunalverwaltung, Sozial- und Jugendamt. Jugendamt St. Clair, 9 Center Street. Sehr geehrte Miss Malenkaya, dies ist bereits das zweite Mal, dass Sie Ihren Aufsichtspflichten für Ihre Tochter Dorothy Malenkaya nicht nachgekommen sind. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy am 22. Juni um 2 Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht aufgefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn Sie es weiterhin versäumen sollten, die Aufsichtspflicht für Ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, Sie in einer Pflegefamilie unterzubringen, bis Sie eine vertretbare Arbeit finden oder wieder zu Ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse gefunden wurde, sich mit einer nicht existierenden Person unterhielt. Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn Sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Freundlichen Grüßen, Hilda Janssen, Sozialarbeiterin. Okay. Deswegen war die gute Frau Mamada wohl auch so angepisst, als da. Halt hier zurück. Als die Töchterlein da letztes Mal aufgegabelt hatte. Können wir den Typen eigentlich auch wieder zurück? Ja, musste gehen, ne? So, aber jetzt schmeißen wir erstmal den neuen Scheinwerfer an. Ach ja, genau, müssen wir ausrichten. Ups. You hold me.
loosely, but now I know you love me mostly. Sorry, Joe, you ain't a lover, you're a house on fire, I'm burning so. You hear that siren coming, baby, I gotta go. You're in my past, Joe, I had my fill. It couldn't last, Joe, baby, I got this. There's no one happy in a house on fire, why do I steal? Hear those sirens going, baby, I get a chill. I get a thrill, babe, and I wanna run back. But I know I gotta hit vamp for me, Charlie, would ya? Belausch Cat. Okay, also das war jetzt wohl der liebreizende Vater, dessen Scheck geplatzt ist. Singing good tonight, Ken. Don't smooth talk me, Johnny. We had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You work in another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before Not that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Where is he going? I need to talk to him. Erster Akt von allen erschienen in der Welt. Voll mit Johnny. Boah, also das ist ja mal echt. Hat sie dann hier im Ghost Note gesucht? Können wir dann nochmal zurück? Nee, können wir nicht. Okay, schade. Gehen wir raus. Ins Fenster. Hoch! Zimmer 529. Hier ist finster auch überall. Diese Tunnelpassagen. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Mommy said Daddy left us, but that's not true, is it? She kicked him out. Hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Open. But you could break it open. You're pretty strong. Ah, neue Fähigkeit zum Zerbrechen von schwachen Hindernissen. Schön. Come on, it's this way. That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. What's Daddy doing with him? Schachtel wahrscheinlich. Ich schaue mich hier nochmal um. Da kommen wir natürlich nicht durch. Können wir hier irgendwas im Schatten machen? Nein, dazu ist es zu schwach beleuchtet. Hier werft noch keinen Schatten. Where are you going? Daddy went in there. Ja, ist ja gut. Können wir jetzt hier weitergehen? Ja, wir können weitergehen. Aber. Huch! Was ist denn hier los? Das sieht irgendwie leicht postapokalyptisch aus, wenn ihr mich fragt. No? Bittest du nicht für einen schönen Screenshot posieren? Na? Jawohl. Ja, ich musste das jetzt mal ein bisschen auffällig machen, weil mir das hier gerade so sau... Mein Gott, es ist voller Sterne. Juhu, tschüss, es ist abgestürzt. Ja, das ist ja natürlich auch mal ganz toll. Gleich mal in der ersten Folge gestorben.
So, nein, da will ich nicht lang. So, Ghost Note. Le Pont. Die Brücke. Sur le Pont d'Amignon. Was haben wir hier? That's my good girl. Audio erinnert. I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Puh, starker Tobak. Irgendwie so ein ganz bisschen creepy das Ganze. Gefällt mir. Gefällt mir unheimlich gut, das Ding. So, wo sind jetzt die kleinen... Ach, hier. Na du? Hi. Hast du noch was zu sagen? Nicht? Sollen wir uns ducken? Nee. Wie die in diesen Stöcklern da laufen kann, das... Ah. Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You've got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me? Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Müssen wohl findet die Filmrolle in der Jazzbar. Was sind wir hier? Ja, Mark. Präsentiert der fantastische Vincenzo. Ja, man postet der fantastische Vincenzo. Hm. Nice. Ich mag ja auch solche Zauberer und solche Zauberereinlagen. Und der hier? Zum Wegen. Ah! Ach, das ist ja echt cool. Das ist richtig cool. So, dann müssen wir... Haben wir hier die Schreibtischlampe drin? Nee, halt mal so. So, und jetzt? Und alle ab. Oh, so. Und? Passt du das Mädel? Ja, perfekt. Schicker Snookertisch. Ach, ich könnte es doch nur spielen. Dazu bin ich viel zu blöd. So. Hier lang. Ah, die nächste Kugel. Nein! Ah. Okay. Das funktioniert. Sehr gut. Ah, und jetzt sind wir hier gerade beim Manager gelandet. Ja, perfekt. Café Pierrot. Ich mag den Stil. Da hat's die Filmrolle. Bring die Filmrolle zurück ins Kino. Sind wir hier? Interagieren? Sinclair Daily Gazette. Kein Rauch, keine Spiegel. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Doch, verhüllt. Ich dachte schon, ich hätte mich verlesen. So. Und 5 von 10 Leuchtkugeln. Hey, ich bin richtig gut im Sammeln. Was ist mit mir kaputt? Oh, die Brücke. 5,
So, entschuldigt, liebe Freunde, ich muss jetzt bloß gerade meinem Kumpel absagen. So, bis gleich, tüdelü.